Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Die drei letzten Blog-Einträge waren darüber, wie sinnlos es ist, Aktiennachrichten zu hören, zu schauen und zu berücksichtigen beim Kauf von Aktien. Ich habe nahegelegt und erklärt, warum gute News nichts bringen und warum Ihnen schlechte News auch nichts bringen. Die wichtigste Überlegung ist diejenige, dass solche News bereits im Aktienpreis drin sind. Wenn Sie also nicht ein begeisterter Trader sind, der von sich überzeugt ist, dass er schneller ist als die Computer, die heute eingesetzt werden, um News auszuwerten und dann von kurzfristigen Aktienpreisänderungen zu profitieren, dann empfehle ich, lassen Sie die Finger davon. Die guten Neuigkeiten sind, Sie brauchen die Stock News nicht, um von der Aktienrendite des Aktienmarktes zu profitieren. Wenn Sie langfristig dabei sind und Aktien über 10, 20, 30 Jahre halten, dann ist es völlig egal, ob dazwischen Menschen einander Geld wegnehmen oder nicht. Sie haben die gleiche Rendite. Und das sind wirklich gute News. Und nun fragen Sie sich doch vermutlich, warum macht der Stern hier dann überhaupt einen Aktienblog? Und die Antwort ist ganz einfach. Ich mache dieses Aktienblog, um Ihnen zu zeigen, wie einfach es ist, Ihre eigenen Aktien auszuwählen. Ich mache dieses Aktienblog nicht, weil ich überzeugt bin, dass ich es besser weiß. Ich bin überzeugt, ich weiß es nicht besser. Aber ich bin auch überzeugt, dass es nur ganz wenige einfache Regeln braucht, um selber langfristig vom Aktienmarkt zu profitieren. Und das ist unsere passive, langfristige Anlagestrategie. Nun denken Sie vielleicht, ja, da kann ich ja gleich einen Index kaufen. Und ehrlich gesagt habe ich das auch 10 Jahre lang so gemacht. Das Problem dabei ist, Sie kaufen Kreti und Pleti. Sie haben Aktien in Ihrem Portfolio, die Sie definitiv nicht wollen. Und das ist das Schöne, wenn Sie Ihr eigenes Aktienportfolio halten, denn Sie können sich auf diejenigen Aktien beschränken, die Ihnen auch gefallen. Und das macht viel mehr Freude als ein passives Aktienportfolio, das von irgendeiner anderen Person geführt wird. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit und dass Sie auch erleben, wie viel mehr Spaß das macht, wenn Sie es selber tun. Auf Wiedersehen.